und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein Unboxing von der Degustabox. Und ja, ich lege direkt einmal los. So. Da haben wir wieder den Zettel. Den lege ich mal hier so hin. Noch eine Karte. Okay. Ja, ich fange direkt mit dem obersten an, was hier liegt. Und was ist das? High Protein Brotchips mediterran. So sehen die aus. Sieht interessant aus auf jeden Fall. High Protein Snack. Und ja, probiere ich mal direkt. Die sind nochmal hier eingepackt. Und so sieht ein Chip aus. Mhm. Mmh. Mmh. Wirklich sehr lecker. Das gefällt mir. Also wirklich richtig gut. Mmh. Das kann man sehr gut zwischendurch snacken. Und die Kosten. Wo haben wir es denn hier? 2,99 Euro pro Packung. Okay. So, dann haben wir hier Kinderriegel Limited Edition. Dark and und mild. Dark and mild. Keine Ahnung. Ja. Ich kenne die tatsächlich noch nicht. Da bin ich ja mal gespannt. Also Kinderschokolade mag ich sehr gerne. Von daher, ja, mal gucken. Schmeckt wahrscheinlich nur komisch, wenn man jetzt, wie ich gerade, diese Brotchips gegessen hat und jetzt dann wieder Schokolade. Das ist dann immer so komisch, finde ich. So. Also mir schmecken sie wirklich sehr gut. Also natürlich ist mir normaler Kinderriegel, also mit Vollmilchschokolade, noch ein bisschen lieber, obwohl ich ja eigentlich gerne Zartbitter mag. Das schmeckt halt ungewohnt, aber es ist auch nicht schlecht. Also ich finde schon auf jeden Fall lecker. Cool, also darüber freue ich mich jetzt wirklich. Sehr cool. Okay. Und die Packung Kinderriegel kostet 1,99 Euro. So, dann machen wir mal weiter. Hier haben wir Chips, Quinoa-Chips, Tomate und Petersilie von Snetz. Okay. Ja. So ist dann Chips, so ein rundes Ding. Auch sehr lecker. Wow, schon drei Sachen auf jeden Fall, die mir sehr gut schmecken. Na, das wird ja eine snackreiche Woche, würde ich mal sagen. Okay, die Chips kosten 1,79 Euro. Gut. Dann, was haben wir denn? Was ist das denn? Viermal Milch, Drink Vanille. Oh, der ist ganz schön schwer, der Kasten. Das habe ich ja noch nie gesehen. Okay, jetzt ist da so ein... Ich brauche mal die Schere. Ja, total schwierig, das auch mal aufzumachen. So. Ach so. Ah, und dann mit so einem... So einem Drink. Ja, cool. Ja, Vanille. Also ich bin ja eher so ein Schokomensch als Vanille, aber naja, trotzdem werde ich das jetzt mal probieren. Vorher gut schütteln natürlich, ist immer wichtig. Gefahr, was hier heute so drin ist. Okay. Also auf jeden Fall steht da drauf, falls es auch noch andere, also Leute interessiert, viel Protein, Omega-3 und Vitamine, Eisen und Jod, minus Laktose, Brain Formel. Ach. Es ist, ach so, laktosereduzierte Milch. Okay, es ist nicht ganz laktosefrei, aber jetzt kriege ich das da natürlich nicht rein. Wahrscheinlich spritze ich hier gleich die Milch überall durch. Es ist jetzt nämlich so ein, ach du Kacke, so ein Holzstrohhalm. Oh Gott.
Ah, jetzt. Papier meine ich natürlich nicht Holz. Und das ist ein bisschen schwierig. Schmeckt nach Vanille. Schmeckt gar nicht schlecht. Sehr lecker. Abgefahren. Coole Sache. Okay, wo ist das denn? Oh, das gibt es tatsächlich auch mit Schoko. Und ich habe Vanille abgekriegt. Naja, gut, es gibt sogar auch noch mit Erdbeere. Und das kostet 3,99 €. Okay. Dann haben wir hier die. Die habe ich letztes Mal schon probiert, deswegen probiere ich sie jetzt nicht nochmal. Die waren okay. Aber es ist halt immer so ärgerlich, da abzubeißen von so einem ganzen Riegel. Weil das muss ich ja alles noch aufessen. Genau. Das ist so 1 Gramm Zucker. Irgendwie sind auch so Proteinriegel. Aber die waren ganz gut eigentlich. Die waren gar nicht so schlecht. So. Genau. Und das kostet 1,69 €. Dann haben wir hier Enjoy Protein. Also nur Proteinsachen, ne? Vom Power System Salty Peanuts mit natürlicher Würze. Ja. Okay. Dann probieren wir das doch auch mal. So sieht es aus. Boah. Das ist gar nicht meins. Igitt. Ah, vielleicht liegt es auch an den ganzen Sachen, die ich jetzt schon gegessen habe, weil das schmeckt doch ganz komisch. Also, nee. Das ist überhaupt nicht mein Geschmack. Ibe. Und so eine Packung kostet? Wo ist sie denn? Ach da, 2,49 €. Als nächstes haben wir Uncle Ben's Milchreis. Perfekt in 5 Minuten. Ja, mal gucken. Also ich mag überhaupt kein Milchreis. Irgendwie schon als Kind mochte ich das nicht. Ich weiß nicht, ist mir einfach zu süß. Ich weiß, also vielleicht schenke ich das auch jemandem. Mal gucken. Aber meins ist auf jeden Fall nicht so. Leider, aber nie. Okay. Und der Milchreis kostet 1,99 €. Okay. Dann haben wir hier noch so, was ist das? Ah, Dessertsoße, Vanillegeschmack. 2 Tüten davon. Genau. Das macht man ja öfter mal. Also zum Beispiel, wenn ich Schokopudding selber mache, dann muss da auch immer Vanillesoße drauf. Also von daher ist das ja ganz cool. Das kann man immer gebrauchen. Und die kosten die Packung pro Packung 59 Cent. Okay. Dann haben wir hier Granini, Himbeere, Maracuja, Apfel. Yep. Granini-Säfte finde ich immer super. Ach, hier klebt noch irgendwas anderes dran. Und so ein Schnipsel. Okay. So. Sehr, sehr lecker. Boah. Perfekt. Jetzt habe ich hier wieder so viel. Was heißt so viel? 2 Getränkesachen. So viel Getränke. Ja. Finde ich auch sehr lecker. Und das kostet 1,89 €. Supi-dubi. Dann. Oh Gott. Uiuiui. Und dann haben wir hier noch Schoketten. Und zwar Original. Sorte des Jahres mit Lotus Biscoff. Also mit diesem Keksgedöns da. Okay. Schoketten finde ich auch cool. Also. Ja. Die habe ich früher als Kind ganz viel gegessen.
Praktische daran ist ja immer, dass die halt schon so fertig sind. Oh Gott, jetzt kriege ich das wieder nicht auf, Mann. Ich will nur ein Stück. So. So sehen die nämlich immer aus. Die sind halt schon so fertig. Ist lecker. Schmeckt sehr gut. Oh Gott, wir haben so viel Schokolade jetzt. Mann, Mann, Mann. Ist ja nicht so, dass wir gerade versuchen, nicht mehr so viel Zucker zu essen. Ups. Na gut. Okay. Die Packung Schoketten kostet 1,09 Euro. Jetzt haben wir hier noch zwei Getränke, also beide von derselben Marke, von Lampark. Natürliches Mineralwasser ohne Kohlensäure. Das werde ich jetzt nicht aufmachen, weil es ist einfach Wasser. Es wird schon wie Wasser schmecken. Und dann sanfter Apfel. Und das werde ich tatsächlich jetzt auch nicht aufmachen, weil erstmal, weil ich dann so viele Getränke auf habe und dann werden die halt schneller schlecht. Und das hatte ich schon mal, Apfel. Und das mochte ich auch. Es war ein dezenter Geschmack, also es schmeckt halt mehr wie Wasser als wie Apfelsaft oder so, aber es schmeckt trotzdem gut. Und die beiden bewahre ich mir auf, weil dann habe ich immer mal was zu trinken für zwischendurch. Auf das Homeoffice und so. Genau, deswegen mache ich die beiden jetzt nicht auf. So, und die kosten pro Ding, okay, das sind unterschiedliche Preise. Also einmal das Wasser kostet 49 Cent und sanfter Apfel 79 Cent. Genau, was mir noch auffällt, ist, dass wir gar kein Produkt des Monats haben. Das wundert mich tatsächlich, aber gut. Das war's dann auch schon. Die Box ist leer. Es hat sich diesmal wirklich sehr gelohnt für mich. Also es waren sehr leckere Sachen dabei. Finde ich super auf jeden Fall, richtig gut. Steht hier noch irgendwas Spannendes? Nö. Nur ein Rezept für Milchreis. Okay. Ja, dann war's das auch schon wieder mit der Box. Hat sich sehr gelohnt. Das war's dann auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen, ihr fandet es interessant. Ich würde mich natürlich wieder sehr über ein Abo freuen. Schaut doch auf meinem Instagram-Account foodscaletti vorbei und auf meinem Twitch-Account scaletti_gaming. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, eure Scaletti.